Und das muss man zur Ehrenrettung von uns ORF-Mitarbeitern sagen. Es passiert auch den Ehrengästen. Es passiert auch den Interviewgästen. Ja. Sie kommen mit zu viel Alkohol ins Studio und torkeln dann rein und scheinen sich eher für das Hinterteil der Moderatorin zu interessieren als für Sachpolitik, Johannes Foggenhuber. Alle Bundesländer außer Oberösterreich haben ihre Quote erfüllt und Quartiere für Asylwerber gefunden. Plan B, eine Unterbringung in Containern und Kasernen, muss also nicht ausgepackt werden. Herr Foggenhuber, dürfte ich Sie bitten, ein Stückchen zurückgehen? Vielen Dank.